Hier ist Geeks Live Luxemburg. Ich bin Guillaume Bisenius. Wir sind hier auf dem Cosday. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin die Jenny Luke Steitz beim Cosday, hoch 2 Orga für die Helfer und als Teil der Projektleitung auch noch dabei. Für die, die es nicht wissen, was der Cosday ist, können Sie den mal kurz erklären? Der Cosday ist eine zweitägige Veranstaltung in Frankfurt am Main mit dem Fokus auf die japanische Szene der Cosplay-Welt sozusagen. Und im Verlauf der Jahre haben wir uns natürlich auch noch auf andere Sachen fokussiert. Wir haben hier zum Beispiel auch den YouTube-Bereich mit AWP abgedeckt. Wir haben Bücherlesungen, was gerade derzeitig sehr aktuell ist, zum Beispiel mit Tommy Krabbeis abgedeckt. Und in Richtung Cosplay auch sehr stark vertreten dieses Jahr am Kommen, zum Beispiel Star Wars. Der Cosplay dieses Jahr, wie war er? Zufriedenstellend? Gut? Für mich als Helfer Orga auf jeden Fall sehr gut, weil es einfach für mich von Seiten aus der Helfer sehr gut unterstützt wurde. Das hat man kaum oder sehr selten, dass es so viel besucht wird durch ehrenamtliche mitarbeitende Helfer. Und dass es auch wirklich als Team, als Gesamtes gut läuft. Im Vergleich zum letzten Jahr war es besser oder gleich? Für mich definitiv besser. Freut mich. Mit dem Helferteam, hatten Sie da mehr als letztes Jahr? Mehr Helfer als letztes Jahr, ja. Viel mehr oder nur ein paar weniger? Ich sag mal ein paar wenige, aber die paar wenigen waren sehr gute Althelfer aus anderen Conventions auch noch. Und das macht sehr, sehr viel aus. So, wir haben jetzt noch einen mehr dazu in unserer Runde. Können Sie sich ja mal vorstellen? Ja, ich bin der Julian. Ich organisiere diese Veranstaltung mit als Projektleitung und kümmere mich also um alles, was hier so passiert und schief geht oder auch gut geht. Dann in Ihren Augen, wie ist es dieses Jahr da gelaufen? Also ich finde, dieses Jahr war die Veranstaltung sehr erfolgreich. Es war sehr voll. Wir hatten einen sehr schönen Bereich auch im Nordwestzentrum Fläche. Es hat sich sehr schön verteilt. Und wir hatten, denke ich, wieder schöne Show-Acts, wir hatten tolle Händler dabei, es war alles ein bisschen anders. Wir hatten wieder ein Maid-Café und, denke ich, ein ganz tolles Programm. Jetzt an alle beide, die Besucher. Haben viele Besucher da, haben Sie vielleicht auch eine Besucherzahl, die Sie können nennen? Waren wir wieder ausverkauft dieses Jahr? Also, wir konnten sehr viele Tickets verkaufen, weil sich das gut über die Fläche verteilt hat. Das ist im Bereich von 5.000 gewesen und was ist schon eine super Zahl für unsere Veranstaltung. Es war ja auch die DCM hier auf dem Cosday. Wie ist da alles, ist alles gut abgelaufen? Gab es Probleme? Es gab immer wieder kleine Abstimmungen, aber das verlief eigentlich alles ganz super. Also ich hatte da keine Probleme. Ich habe tolle Kostüme gesehen, die bewertet wurden, sehr viel Aufwand. Dieses Jahr habe ich sowieso sehr viele tolle Kostüme hier auf dem Cosday gesehen. Viel besser als in den letzten Jahren. Also da war ich schon sehr überrascht. Und jetzt an alle beide, wegen den hohen Temperaturen, wie haben Sie sich da eingestellt? Also vielleicht als allererstes, sonntags hatten wir ja immer das Gefühl, Problem gab, dass hier keine Getränke verkauft worden sind, weil das Nordwestzentrum zu hatte, mehr oder minder. Dieses Jahr haben wir speziell uns darauf eingestellt, indem wir gesagt haben, wir machen auch noch einen Verkaufsstand mit Getränken draußen. Und hier drinnen hatten wir auch Getränke verkauft, sodass unsere Besucher auf jeden Fall nicht dehydrieren. Genau, das kann man so sagen. Und der Getränkestand, der hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wir haben das zu sehr günstigen Preisen verkauft, so wie wir das noch verbuchen können, weil wir wollen daran nichts verdienen. Wir wollen ja nur, dass die Leute genug trinken. Sie hatten auch viele Ehrengäste. Können Sie mal so ungefähr aufzählen, wer so alles da war? Also ich würde mal anfangen mit Lamia Cross. Das war unser Main Act sozusagen auf der Hauptbühne gestern. Über beide Tage hin verteilt hatten wir hier den Tommy Krabbeis, wie mal schon erwähnt, und den Phoenix James. Dann, wen können wir denn noch zu unseren Ehrengästen zählen? Das war die Nightmaker, das war eine Zeichnerin aus Österreich. Und ich würde sagen, aus der Szene als Ehrengast würde ich auch Harukis nehmen. Ja, das die machen Stimmung ohne Ende. Eigentlich sind ja
ja alle Ehrengäste, die bei uns irgendwas machen auf der Bühne. Für mich ist, behandle ich jeden wie einen Ehrengast. Kann ich nur so zustimmen. Auf Facebook gab es ja einen Post über eine Bombendrohung. Es ist ja glücklicherweise nichts passiert. Können Sie dazu was sagen? Es war keine Bombendrohung erstmal. Ich kann das zitieren. Es werden Schüsse fallen, war das Zitat. Da kann man nicht eindeutig was zu sagen. Wir haben auf jeden Fall das Ganze sofort der Polizei übergeben. Die hat gehandelt und uns darüber informiert, dass wir da nichts weiter machen müssen. Und das große Statement dazu haben wir dann auch auf Facebook direkt geschrieben. Und als wir diese Nachricht bekamen, haben wir auch direkt auf Facebook informiert, dass wir so etwas bekommen haben und es an die Polizei weitergeleitet haben. Und jetzt noch, wo kann man euch finden? Zu Hause. Wir sind auf Facebook sehr aktiv, auch Twitter natürlich und natürlich unsere Internetseite costday.de, die wir auch versuchen immer zu pflegen und möglichst auch das meiste zweisprachig, also in Deutsch und Englisch. Dann bedanke ich mich für das tolle Interview und tschüss. I'm not your fucking